gucken wir uns das Ganze mal an hier. Wir haben uns lange nicht gesehen, oder? Also pass auf, Freunde. Bin ich scharf? Ich hoffe, ich bin scharf. In diesem Video erkläre ich euch, warum die guten Leute ständig am Struggle sind und immer wieder Effekte haben und sich ständig mit den Bösen anlegen und warum die Bösen sich am Ende immer totlachen und es denen viel, viel besser geht. Viel Spaß dabei. Also als erstes musst du dir mal überlegen, was muss überhaupt passieren, damit du denkst, dass du einer von den Guten bist. Das passiert ja meistens immer so, dass man da sitzt und sagt, okay, ich hab's drauf, ich bin der Gute. Weil, also der ist blöd und der ist richtig blöd. Und guck mal, was der da macht und was der da macht. Das heißt also, dieses Gefühl, was die vermeintlich Guten haben, ist immer, dass sie gut sind und die anderen sind schlecht. Und wenn ihr euch mit solchen Leuten mal unterhaltet, dann werdet ihr ganz schnell merken, so würde ich das nicht machen. Oder, das ist aber so und so und das ist so und so. Und wie ich das mache, das sagen die aber nicht, das denken die nur, das ist viel besser. Und deswegen sind die Guten immer am Leiden und am Kämpfen, weil die immer denken, ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nein, und wie machst du das? Und man kann das Ganze ja ausweiten auf so viele Themen. Man kann darüber reden, ob Fleisch essen oder nicht Fleisch essen, ob Burger King oder McDonald's oder man kann darauf, oder da gibt es noch andere. Oder man kann, du kannst damit machen, was du willst. Das Blöde ist, wenn du dich für die Guten hältst. Weil dann bist du nämlich der immer sagt, na, das so, nee, das sehe ich schon, das ist falsch. Und das ist einer der Hauptgründe, warum die Guten, die vermeintlich Guten, die nur denken, dass sie gut sind, ständig am Struggeln sind und ständig am Kämpfen sind. Denn die müssen ja sich immer, die befinden sich ja immer im Fight. Immer im Fight gegen alles, was nicht gut ist. Ist das, ich meine, wie ironisch. Und wenn du jetzt mal schaust, wie viele von deinen Ideen oder deinen Weltansichten hältst du für gut? Das weiß ich nicht. Wir haben noch keinen Alkotest gemacht. Ich vermute, es sind 99,9%. Und daher rührt auch der ganze Trouble, den wir mit der Außenwelt haben. Also wir, die, ich zähle mich auch mal dazu, die wir vermeintlich immer denken, wir sind die Guten. Wir sagen ja, ja, wir sind gut, aber das, was der da macht, ne, das würde ich so nicht machen. Das ist schlecht. Oder das, was der da, ne, das ist nicht schlecht. Und wenn wir uns irgendwann mal daran gewöhnt haben, dass es, dass beide Seiten da sind, kann man auch sagen, alles ist, wie es ist. Erst unsere Bewertung macht diese Dinge, das wird schwierig nachzuvollziehen, ne? Okay, ich versuch's mal leichter zu halten. Ich erzähle einen Witz. Also pass auf. Kevin, jeder von uns kennt Kevin, ich nehme jetzt keinen bestimmten, wir nehmen einfach Kevin. Und eines schönen Tages geht Kevin spazieren und fällt tot um. So, dann kennt ihr diese ganze Prozedur, Kevin kommt in den Himmel und da steht diese ganze Rezeptionsbande voller Engel und sagt, Moin Kevin, na wie geht's, gut angekommen und alles ist gut, die schlagen ihr Buch auf und gucken, was Kevin so sein ganzes Leben lang gemacht hat. Und entgegen den Annahmen von allen schauen die, Kevin, oh, gute Tat, gute Tat, gute Tat, gute Tat, gute, Kevin hat nur gute Sachen gemacht. Und er kratzt sich der erste Engel schon am Kinn und sagt, voilà, Kevin, schlechte Nachrichten. Also, wir können dich nicht reinlassen, weil, wenn du bei uns rein willst, dann musst du mindestens, also wir haben hier Listen für 3 schlechte Taten, 2 schlechte Taten, 1 schlechte Tat ist schon ziemlich high class, aber wir können niemanden reinlassen, der keine schlechte Tat hat. Wir machen das so, wir schicken dich nochmal zurück und du hast noch 3 Stunden Zeit, wenigstens 1 schlechte Tat zu machen. Okay? 1. Kevin zuckt die Schultern und sagt, na, was soll ich machen? Ja, also schick mich zurück. Zack, Kevin kommt zurück und überlegt sich, das ist auch ein hartes Leben, ne? Wenn du vorher nur gute Taten gemacht hast, also jetzt musst du irgendwie schauen, dass du mal eine schlechte, aber okay. Kevin schüttelt sich und geht die Straße runter, ein Stück weit von seinem Haus, da wo er gerade umgekippt ist und klopft bei der Nachbarin an. Die Nachbarin ist eine richtig heiße, wisst ihr was ich meine, eine richtige Granate. So, die ist aber verheiratet und so und man hat sich nie damit beschäftigt, aber die ist schon wie ein Ringumfinger. Und Kevin klopft da an, die macht die Tür auf und sagt, Kevin, weißt du nicht, du bist doch, da war doch gerade der Notarzt und du bist doch, Kevin sagt, pass auf, ich will dich. Und sie sagt, wow, Kevin, das ist aber, sagt Kevin, ja, ich weiß, aber ich will dich. Tja, und dann, lange Rede, kurzer Sinn, nimmt die Natur ihren Lauf. Und alles kommt, wie es kommen muss. Und nach einer Stunde verlässt Kevin das Haus und will ja nicht da in dem Haus seine letzten 2 Stunden verbringen. Also sagt er, komm, ich mache mich auf den Weg.
und geht gerade zur Tür raus und sie bringt ihn noch zur Tür und sagt, Kevin, weißt du eigentlich, was du gerade Gutes für mich getan hast? Versteht ihr? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt also, man kann halt dieselbe Sache, kann man schlecht oder man kann sie auch gut sehen. Wichtig ist, ihr müsst wissen, wenn ihr euch für einen von den Guten haltet, das Leben wird nicht einfach. Nein, es wird nicht einfach. Und wir haben nicht so lange und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir es in der Zeit, wo wir hier sind, schaffen, eine gute Zeit zu haben. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt alle durch die Gegend rennen und böse Sachen machen sollten. Aber das Leben ist, wie es ist. Und manchmal macht man Dinge, die sind nicht so cool. Manchmal macht man Dinge, die sind total cool. Manche von euch rauchen, manche von euch trinken, manche von euch... Ich habe auch schon mal gelogen und dies und das und hoch und runter. Das passiert. Aber dann ist wichtig, wie ihr damit umgeht. Und nicht euch selbst verurteilen und sagen, oh, scheiße, sondern cool bleiben, macht euch einen schönen Tag. Ach so, hab ich gar nicht gesagt, ne? Und abonnieren nicht vergessen. Sehen wir uns auch schon bald wieder. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, bis später, Pedder.